So, in der Zwischenzeit habe ich die Gelegenheit auch genutzt für ein paar Upgrades in Sachen Equipment. Für Rhys Davis haben wir den Stahlhelm. Für sie haben wir die Stahlweste. Für ihn den Stahlgear, um seinen Kopf besser zu beschützen. Und er hat hier das Stahlschild. Dafür kann er zwar seinen Stab nicht mehr tragen, aber er soll ohnehin mit Techniken jetzt angreifen. Und wenn seine Attack Points alle verbraucht sind, dafür habe ich den Stab nochmal, dann kann er ein bisschen rumprügeln. So, und wir haben noch Geld übrig für den Fall, dass wir mal ordentliche Waffen-Upgrades uns leisten können, aber bis jetzt bleiben wir mal so, wie wir jetzt hier gerade sind. Und jetzt geht's aufwärts und wir gucken mal, was hier oben ist, im Reich der Sonne oder was das sein soll. Das klingt komisch. Hallo, Soldat. Ach, egal, wie hart wir es versuchen. Laia besiegt uns immer wieder. Wenn ihr euch immer wieder besiegen, warum seid ihr dann noch hier und nicht in Flammen und Tod oder so? Muss ja ein ziemlich komischer Krieg sein. Oder die Laianer wollen gar keinen Krieg mit denen. Sie haben nur dasselbe Problem, dass die Leute hier sind, so wie Rhys. Sie greifen ständig an. Egal, wie oft sie besiegt werden. Ach, wie süß, ein leerer Raum ohne was drin. Das war, er hat jetzt auch zwei leere Räume ohne was drin. Amiel. Hey, Soldat, was ist mit dir? Shuzorans Schloss ist jetzt sehr stark befestigt. Ich hab's gedacht, ich wusste es. Ihr greift die ständig an, nicht wahr, ihr Rassisten? So, gucken wir mal, ob es irgendwelche Soldaten im Westen gibt. Jep, aber die finden wir nur, indem wir hier reingehen. Rhys komischer Tunnelblick, der quer durch die Wände sehen kann, hat ihm das gesagt. Hey, was sagst du? Ach ja, Shuzoran sieht so friedlich aus, aber da ist das böse Zelda, das sich da drin versteckt. Naja, irgendwo müssen sie ja die Monster haben, mit denen sie sich gegen eure Angriffe verteidigen. Und was haben wir hier? Na? Wieder alles leer, das ist toll. Ach ja, da habt ihr Programmierer euch ja wirklich große Mühe gegeben. Warum konnte nicht alles so beeindruckend sein wie... Ach egal, was sagst du? Wenn die Laianer angreifen, dann werden wir ausgelöscht. Naja, der Krieg läuft schlecht, ne? Oh, meine Leute sind nicht stark genug, um Shuzoran zu besiegen. Ja, und? Na egal, Rhys ist das alles egal. Noch mehr egal als mir. Wir werden jetzt erstmal rüber marschieren und Shuzoran die Türe eintreten, damit Rhys seine Verlobte wiederkriegt. Ha! Da schau her. Wer weiß. Wer hätte Rhys sich über das Eis rüber getraut, dann wäre wahrscheinlich Shuzoran gar nicht so stark befestigt und wir könnten viel leichter reingehen. Aber hey, das ist eine Metataktik, die ist den Programmierern komplett entgangen, nehme ich an. Und naja, wie üblich, durch diese Pseudowälder kommen wir nicht durch. Aber gucken wir mal, was hier los ist. Ah ja, ey, die Musik zeigt mir schon gleich, wir sind im bösen Shuzoran. Ah, aber die haben die gleichen Priester hier auch. Niemand. Dankeschön. So, versteckt sich hier oben wieder einer. Oh, tatsächlich, ja, das stimmt, das ist die Entgiftungsfrau. So, die Schwester brauchen wir aber nicht. Na, wenigstens haben wir hier bessere Musik. Ah ja, genau. Aber vielleicht versteckt sich hier immer. Für eine Sekunde habe ich glatt vergessen wieder, was dieses blöde Schild bedeutet. Und diesmal versteckt sich tatsächlich wieder einer hier oben. Na hey, hast du wenigstens was Gutes zu sagen? Ich habe gehört, dass Orakios-Leute Laiana auf... ich glaube, du hast da was verwechselt. Die Orakianer sind die mit den Maschinen. Die mit den menschenfressenden Monstern, das seid ihr. Ah ja. Na, ich sehe schon, hier wird's schon wieder mal politisch mit Propaganda und so weiter. So, Rhys, wo sind jetzt die anderen Laianer? Wo ist der Drachenknilch? Jetzt machen wir aber nur auf Nummer sicher. Hey ho, aber speichern können wir doch, oder? Jep, genau. Ah ja, das ist guter Kapitalismus. Egal ob eine Armee von menschenfressenden Monstern oder eine Armee von menschenzerschnetzelnden Robotern. Da ist immer Platz für ein gutes Hotel. Und Geld für die Reisenden. Ja, genau. Platz für 6 Leute. Ich frage mich, ob das ein Hinweis darauf ist, dass wir 6 Leute in der Party haben können. Oder ob es das Maximum ist, das ich von Phantasy Star 4 kenne. 5 Leute. Na, egal. Das sind Fragen, die werden schon noch beantwortet.
Okay, ich brauche zwar nichts kaufen, aber... Oh, toll. Geheimgang, oder was? Hey, nothing unusual here. Ja, eigentlich wollte ich mit dir sprechen, aber du reagierst natürlich nur... Nein, danke. Nein, ich will nichts. Nein, hau ab. Nee, du kannst uns überhaupt nicht helfen. Okay, ich sehe schon, hier ist wohl wieder irgendwo ein Geheimgang, den wir später nehmen müssen und der hierher führt. Ha. Spiel, ich weiß, was du treibst. Ja, ja, Musik, ich weiß, wir sind hier im Land des Bösen jetzt. Die Musik könnten sie eigentlich häufiger verwenden. Würde auch gut passen für Ries Heimatstadt. Na, was hast du hier zu verkaufen? Hunting Ribbon, Steel, Steel und Ceramic Armor und Steel Cape. Na, das ist ja viel zur Auswahl. Was ist der Steel Protector? Den. Nope. Aber. Vren, ja, genau. Aber was ist das jetzt hier? Kann Mieux den transportieren? Nein. Nein. Vren? Nein. Lyle? Nein. Okay, dann lassen wir das mal. Wir wollen es ja hier nicht übertreiben, sonst wird das wieder so eine Folge, wo wir nichts anderes machen, außer Ausrüstung hin und her zu transportieren. Okay, genau, Vren. Du hast jetzt den Steel Protector. Hey, yo, Verteidigung hochgestuft. Gut, als Ausgleich müssen wir uns mal gleich eine Waffe besorgen, aber nochmal zuerst kurz oben gucken, ob sich einer versteckt. Okay, sprechen wir dich mal an. Na? Was hast du über die uns... lass uns diese ekligen Orakianer auslöschen. Yay! Okay. Viel Spaß damit. Du bist Gott sei Dank noch sehr weit entfernt von den Grenzen von unserem Königreich hier. Ha. Ja, du riechst später was zu tun. Ah ja, die Musik, die Musik. Jetzt gucken wir aber mal, ob die, nachdem sie uns Rüstung und Ausrüstung verkauft haben, ob sie noch dumm genug... Yep, da ist ein Waffenladen. Ah, wie nett, dass die Layana uns noch dabei helfen, sie zu bekämpfen. So, roter Kerl. Was hast du uns zu verscherbeln? Keramikniedler, Stahlschwert, Stahlklaue, Stahlstab und der Keramikschuss. Jupp, wir brauchen hier wieder mal mehr Geld, als wir haben. Aber zumindest Ries braucht ein neues Schwertchen. Das alte, das wird schon bald peinlich. Das ist schließlich nur ein Schwert, kein Stahlschwert. So. Aber wir haben bestimmt irgendwo was, was wir verkaufen können. Zum Beispiel den Protektor. Oh wow, der bringt Geld. Okay, gut. Halt, nee, ich wollte nicht ganz raus. Okay, gut, da wir uns sonst nicht viel leisten können, ein neues Stahlschwert für Ries. Und dann ist uns auch das Geld ausgegangen schon wieder. Aber ich habe so das Gefühl, dass wir bald wieder Monster kloppen müssen und dann ändert sich das. So, Ries, jetzt guck nicht so grimmig, du kriegst ja schon das neue Schwert. Und das ist auch kräftiger als das alte und es steigert sogar die Verteidigung nebenbei. Verkaufen das Schwert nochmal schnell. Stahlklauen sind ja ein bisschen billiger. Vielleicht kriegen wir da noch was. Ja, ja, ja. Schwert verkaufen. Oh, fast, fast. Naja, gut. Nur ein bis zwei Monsterkämpfe, das sollte schon genügen, wenn wir Glück haben. Und versteckt sie. Jo, Mann! Diese Stadt ist ja wirklich dicht bevölkert. Vielleicht sind die tatsächlich am Gewinn. Ah, Zeitalter. Vorbei. Eine Sand. Düne verband unsere Insel zu der auf Zille. Zelle? Im Norden. Aber auch nur dann, wenn Ebbe war. Diese Sanddüne wird sich nicht formen, bevor der Mond zurückkehrt. Ja, das war einsichtig. Gut. Also mal sehen, da waren zwei Monde in der Vergangenheit und einer davon hat irgendwelche Sanddünen geformt, die den Leuten erlaubt haben, bei Ebbe nach Zelle zu marschieren. Okay, gut für die Leute von Zelle. War das jetzt gut oder schlecht? Waren die Zellianer Orakianer oder Layana oder neutral? Hey, du bist böse, oder? Ach, das ist damit gemeint. Ah, sorry, so, wenn du jetzt baden gehst, dann besuchen wir halt mal die Monster da unten, hä? Oder wir gehen einfach hier rein. Hey, hallo!
Nothing unusual hier. Abgesehen von diesem komischen Scientology-Symbol oder was das sein soll. Okay. Die Layana wollen uns wohl nicht in ihrem Schloss haben. Naja, ich würde Rhys auch nicht gerne in meinem Schloss haben wollen. Und... oh, ich sehe gerade, da gibt es anscheinend nur diese eine einzige Fontäne. Okay, dann wollen wir mal noch ein bisschen Action sehen hier. Und Rhys muss sein neues Schwert ausprobieren. Und zwar diesmal tatsächlich an Layanan. So, jetzt sind wir hier. Wo bist du, Verlobte? Rhys sucht dich. Ja, ja, ja. Mann, wie lange geht das denn hier noch geradeaus? Nicht, dass ich mich beschwere und... och, kommt. Die Monster sehen ja fast alle gleich aus. Aber diesmal wollen wir ein bisschen mehr machen, als bloß drauf zu kloppen, wie bescheuert. So, Stahlschwert da. So, Mie, du kümmerst dich um das Viech. Vren, du benutzt deine Knarre, um da drauf zu feuern. Und Lyle, benutzt dein Stahlschild, um auf die Schnecke einzuprügeln oder was auch immer. Egal, brauchen wir zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Ha, ha, ha. Egal, vier Moos, was immer du bist. Dangumum besiegt. Okay, gut. Das war nicht so schlecht. Und, oh, ein Schatz. Gucken wir mal, was da drin ist. Ein Trimat. Oh, das ist doppelt so gut wie die Mate, was doppelt so gut ist wie Monomate. Yay. Okay, die Monster waren eigentlich recht simpel gestrickt. Ich habe das Gefühl, wir sind total übergelevelt hier. Aber erstmal gucken, was die Monster machen, wenn sie dazu kommen, uns anzugreifen. Autsch. Okay, das könnte schon wehtun, wenn mehr als zwei von den Viechern auftauchen. Aber zurzeit, nee, ich glaube, die manche der Monster in diesem Turm von Wüstenbabel waren viel gefährlicher. Wir kommen da wahrscheinlich tatsächlich mal zurück. Oh, eine ältere Version. Ich habe das Gefühl, dass ich irgendwann mal schwer durcheinander kommen werde, wenn die Monster einfach nur immer ihre Farben wechseln. Aber egal. Weiter geht's. Jetzt gucken wir mal. Ah ja, das wird langsam nervtötend. Okay, Lyle. Ich erteile dir die Genehmigung, Gra einzusetzen gegen alle. Die anderen kloppt einfach. Zap, zap. Ja, das ist auch gar nicht viel stärker in der Wirkung. Und das ganze Kleingeviech ist auch ausgeschaltet. Autsch. Naja. Gut. Schwerter und Klauen gegen die Viecher. Und Problem ist gelöst. Los, Mieu. Klatz ihn wieder mal weg. Okay. So, also wie gesagt, alle paar Schritte anzugreifen, angegriffen zu werden, ist ein bisschen komisch. Und es ist höchstens amüsanter, sich vorzustellen, dass Rhys hier wieder mal einen auf schlechter macht. Aber so oder so ist es ermüdend. Ja, machen wir hier mal wieder die Atombombe des Fantasy-Mittelalters, die Technik Gra. So, ihr Rattenviecher seid erstmal weg, so dass ihr mich nicht mehr vergiften könnt. Und jetzt hauen wir wieder mal auf die Pauke, bis ihr alle tot seid. Ha. Wie sieht's eigentlich levelmäßig aus zurzeit? Da will ich mal einen Blick drauf werfen, bevor wir später noch überrascht werden hier. Sieht nicht so schlimm aus. Okay. Was sagt unsere Anti-Version? Ha, diesmal wirkt's beim ersten Versuch. Das ist doch schon mal was. So, jetzt versuchen wir mal, ihre Heiltechniken einzusetzen. Okay, noch also, die Monster hier können uns anscheinend nicht so sehr ankratzen. Schauen wir mal, ob wir hier noch was abstauben können. Ah, ich sehe schon. Die Programmierer wollen wieder, dass wir massenhaft Zeit verschwenden. Entweder das... oder die Layana waren ein bisschen einfallslos, als sie das hier gebaut haben. Vielleicht sollte ihnen mal einer erzählen, dass man Invasoren nicht abhält, indem man alle Räume hintereinander mit... und dann noch... ach, egal. Die können mich eh nicht hören. Und hier sind hier zumindest genügend Monster, um typischen Abenteurer aufzuhalten, so oder so ein Level 5 Soldaten. Aber wir sind bald schon Level 17 und Rhys und sein Stahlschwert wollen die Verlobte zurückholen. Okay. Und wieder mal sind ein paar Viecher seinem Rachedurst zum Opfer gefallen. Und wow, das haben die ja intelligent gemacht. So dass man ein Maximum an Zeit verschwendet, wenn man merkt, dass man hier nicht weiterkommt, sondern weiter wieder zurück nach unten muss. Und weiter nach Osten. Genial. Ich muss sagen, das habt ihr gut gemacht.
Das Traurige ist, bei Invasoren, na gut, ich muss zugeben, das würde wahrscheinlich besser helfen gegen Leute, die nicht wie Ries durch die Wände gucken können. Die würden dann alle in Sackgassen rennen. Das ist also doch nicht ganz so schlimm, wie ich das befürchtet habe. Okay. Ich frage mich, wie oft ich das Wort okay schon verwendet habe, bloß weil mir nichts mehr eingefallen ist. Aber jetzt geht's weiter nach Osten. Langsam aber sicher nähert sich Ries seiner Verlobten. So. Das Wort so habe ich wahrscheinlich auch öfter eingesetzt, als vernünftig ist. Und hier sind wir, unsere Trefferpunkte sind weit genug gesunken, dass ich wieder mal Taktik und Strategie anwenden soll. Oh, wie ich das hasse. Gut. Ries, du benutzt dein Schwert und haust dahin. Wenn du Glück hast, kommt deine Hilfe, kommst du nicht als erstes dran, dann kannst du stattdessen das eklige Vieh dahinter erwischen. Und bei dir ist dasselbe angesagt. Nicht, dass ich glaube, dass das irgendwas ändern wird. Für den Fall der Fälle schießt du auf das Viech und weiter geht's. Na, gucken wir mal, wie gut mein Plan funktioniert. Aber ja, danke. Hättest ein bisschen früher ankommen können, langsamer Langfisch. Sorry. Ha, geköpft mit einem Hieb und erledigt. Ah ja, mein Blut aus den Kleidern schütteln. Weiter, wie lange geht denn das hier noch? Ja, ja. Jetzt gucken wir mal, wir heilen mal wieder ein bisschen. Wir wollen mal die teuren Gegenstände so lange wie möglich behalten. Das rächt sich wahrscheinlich spätestens in dem Moment, wo wir feststellen, dass die Vergiftung wieder überhand genommen haben. Holla, die Waldfee. Wir bluten ja doch wieder mehr, als ich befürchtet habe. Okay, können wir das noch einmal einsetzen? Ah, nee. Jetzt haben wir zu viel Trefferpunkte verschwendet. Okay. Okay, okay, aber... Ich überlege, zurück zum Heilen oder weiter vorpreschen? Ach, Ries ist hin und her gerissen. Aber nachdem er nun schon komplett von Eingeweiden und Knochenresten bedeckt ist, nachdem er so viele Viecher abschlachen musste, können ihn Mjö und Vren schließlich mit ein paar gezielten Faustschlägen davon überzeugen, dass es besser ist, wenn sie zurückgehen und sich kurz ausruhen. So, aber ihr müsst mir natürlich nicht dabei zusehen, wie ich jetzt zurückrenne den ganzen Weg, um hier nur um zu speichern, wieder hierher zu marschieren. Darum mache ich jetzt hier mal Schluss. Aber zuerst dürft ihr euch nochmal ansehen, wie ich die Viecher hier fertig mache. Denn die reizen mich langsam wirklich. Okay. Um sicher zu gehen, Vren, schieß auf die. Schieße, schieße mit allem, was du hast. So, ihr dürft prügeln. Ah ja, das hat ja was auch gebracht jetzt. Ja, ja, ich weiß, ihr greift an. Ah ja, einer ist schon tot. Und jetzt kommst du ganz zum Schluss an, auch ist das süß. Jetzt reicht doch normale Waffengewalt. Wir sind ja schon fast wieder beim Ausgang. Autsch. Ach komm, jetzt sterb endlich. Ach, endlich tot. Nee, immer noch nicht. Ach, jetzt aber. Ah, Vren wurde wieder aufgestuft. So, schauen wir mal. Level 11, Level 16, Level 16, Level 2. Wow, ey. Der Typ, der eigentlich nicht aufgestuft werden sollte, der ist schon wieder aufgestuft worden. Na, schauen wir mal. Schauen wir mal, schauen wir mal. Ach ja, genau. Wir wollten zurück und speichern und wir machen beim nächsten Mal weiter hier.